Hallo zusammen, willkommen zu unserem Unboxing, unser Feuerwerk-Unboxing. Richtig, und das machen wir dieses Jahr zum ersten Mal. Ich habe eigentlich nie groß Unboxing gemacht, habe immer Feuerwerksvideos hochgeladen in allen Facetten. Und irgendjemand sagte immer zu mir, hör mal, warum machst du eigentlich nicht mal ein Unboxing? Und habe ich gedacht, okay, machen wir das dieses Jahr. Allerdings nicht von allen Paketen, sondern jetzt einfach nur mal ausgewählt. Und da fangen wir jetzt einfach mal an mit der Firma Steffes Orlik. Außerdem macht Unboxing Spaß. Okay. Ja, meine Frau auf ihrem Kanal so oder so. Ich bin jetzt nicht so der große Fan vom Unboxen. Ich bin lieber Fan vom Anzünden. Aber wir können danach so ein Aufgebraucht-Video machen. Und zeigen wir dann hier so die in die Luft gejagten und wieder nach unten gekommenen Raketen, die leergeschossenen Batterien. Genau. Aber ich habe mich mal überzeugen lassen davon, dass ich das machen soll. Und dann tun wir das. Und zwar fangen wir an mit einer Firma, die den meisten von euch unbekannt ist. Es gibt ja viele Unboxing-Videos dann zum Thema Weco, Nico, Komet, Röder Feuerwerk etc. Röder machen wir gleich auch noch übrigens. Röder gibt es auch noch ein Unboxing zu. Aber wir fangen jetzt mal mit einer Firma an, die euch nicht so bekannt ist. Vielleicht den Leuten, die aus unserer Region kommen, das wäre Eifel, Hunsrück, Mosel, Saarland, also eigentlich im Prinzip Saarland und Rheinland-Pfalz. Oder dem einen oder anderen Feuerwerk-Fan allgemein. Und zwar mit der Firma Steffes Orlik. Steffes Orlik ist eine Feuerwerksfirma, die nicht nur Silvesterprodukte herstellt, sondern auch Großfeuerwerke abfeuert das Jahr über. Vor allem bei uns in der Region Eifel, Mosel, sehr populär ist, da wirklich sehr, sehr große Feuerwerke schießt. Bernkastel Weinfest zum Beispiel, vergesst Kölner Lichter, fahrt lieber mal nach Bernkastel zum Weinfest. Ein gigantisches Feuerwerk, 30 Minuten, oben auf der Höhe, ein paar Kilometer breit. Ich weiß gar nicht jetzt auswendig, wie viele Positionen. Richtig geil, Kochen auch. Richtig geil. Es gibt noch mehrere. Also die Mosel rüber. Aber Kochen, Winningen und Bernkastel sind drei ganz große Nummern. Wobei Bernkastel die größte Nummer ist. Also auf jeden Fall Top-Empfehlung. Fahrt die mal gucken. Rhein in Flammen übrigens auch. Ja. Aber Bernkastel ist geil. Bei Rhein in Flammen vorsichtig Streckenfeuerwerk. Streckenfeuerwerke. Was man dann zusagen muss, dann noch wäre, jetzt habe ich den Faden verloren. Also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Guckt einfach mal auf die Seite von Feuerwerke Steffes Orlik. Da sind dann auch Termine drin. Da könnt ihr mal gucken. Die haben wirklich brachial gute Feuerwerke. Und vor allen Dingen Bombenqualität und eine Riesenerfahrung. Und sind mehrfacher Weltmeister bei vielen Feuerwerksveranstaltungen. Jedes Jahr dabei bei den Weltmeisterschaften und sind schon sehr oft Erster geworden. Also mehrfacher Weltmeister ist diese Firma. Geleitet von Helmut und Patrick Reuter. So, genug Werbung. Und was noch geil ist an denen, ist, die haben eine eigene Marke an Silvesterbatterien. Und zwar gibt es verschiedene Batterien von Steffes Orlik. Die haben eine hauseigene Serie, Steffes Orlik Original. Ja. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, habe ich die 7201. SO steht für SO Original, steht für Steffes Orlik Feuerwerk. Das sind also eigene Batterien, die speziell für Steffes Orlik hergestellt werden. Die verwenden die unter anderem natürlich auch in ihren eigenen Feuerwerken. Aber die kann man auch selbst erwerben, sind alle Klasse 2 und man kann sie selbst erwerben bei Steffes Orlik und kann sie sich für Silvester zulegen. Ja. 72 Schuss. Da gibt es ganz viele. Ich habe dieses Jahr nicht alle, weil ich habe noch ein paar in meinem Lager. Aber es gibt verschiedene von diesen Variationen. Ich baue jetzt einfach hier mal ein paar auf, die wir uns in diesem Jahr wieder dazu geholt haben. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir jetzt hier stehen? Kannst du mal gerade gucken? Vorhin? Ja, wir haben hier die 6001. Ja. Farbige Sterne und Blinksterne. Das hier ist die 2504. Dann haben wir hier die 2501. Und die 7201. Ja. Von 1. Jetzt weiß ich erstmal, was ich mir dazu geholt habe. Also es gibt, guckt einfach mal auf der Seite, es gibt ganz viele Batterien aus dieser Serie. Ich habe die jetzt nicht alle, hier habe ich wieder 2504, ich habe also mehrere. Ich habe jetzt nicht alle, ups, sieht man das schon? Ja. Ich habe jetzt nicht alle an Bord, weil ich noch welche habe. Und weil wir meistens
das ein bisschen breiter schießen und in den meisten Fällen schieße ich auch elektrisch, dass ich drei Positionen aufbaue. Dann brauche ich zum Beispiel jetzt hier die 2504, eben drei Stück, für es dann in der Breite aufzubauen. So, habe ich nochmal die 2501 und nochmal die 2501. Das will ich jetzt gar nicht alles auspacken. Als Beispiel, das sieht man das einfach nicht mehr. Man sieht, also mich siehst du, vor mir steht nichts. So. Also, ich gehe mal wieder runter damit. Also, Sachen haben wir mehr. Was ich eigentlich dann nur präsentieren wollte jetzt bei diesem Unboxing, es gibt also verschiedene Variationen. Und da stehen zum Beispiel die 72, steht für 72 Schuss, die 60 für 60 Schuss. Da gibt es dann zum Beispiel noch die 3601, die habe ich mir jetzt nicht zugelegt, weil ich davon noch drei Stück habe. Ja. Die sind es zum Beispiel eine reine Goldbatterie. Und es gibt halt hier verschiedene Systeme. Die 7201 hier unten zum Beispiel hat einen geraden Aufstieg und am Schluss gefächert. Bombending. Und was vor allem richtig geil ist an diesen Batterien, diese Leuchtkraft. Die haben unfassbar intensive Farben. Ich weiß, es gibt so viele, die schwärmen immer von Funke. Und Funke ist auch gigantisch. Ich finde Funke auch total geil. Super schön. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Steffes Ollich Hausserie kommt von den Farben, von der Leuchtkraft an Funke ran. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also solltet ihr vielleicht auch mal Produktvideos dazu gucken. Es gibt auch Videos auf YouTube und danach haben wir auch schon welche gemacht, wo diese Batterien gezeigt werden. Aber man darf auch nie vergessen, ein Video und Original sind immer noch zwei Paar Schuhe. Ja, wenn man es live sieht. Du kriegst es halt gar nicht rübergebracht auf dem Video. Ja, nicht so gut wie live, ist klar. Ja. Also, diese hauseigene Serie von Steffes Ollich allein lohnt sich schon, bei Steffes Ollich vorbeizuschauen und einzukaufen vor Silvester. Das machen wir jedes Jahr. Mal mehr, mal weniger. Es kommt immer darauf an, wie viel habe ich noch vorrätig davon und wie viel habe ich davon verbraucht. Aber man kann natürlich auch bei Steffes Ollich handelsübliche Batterien kaufen. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier Nico. Noch zweimal fürs Vorfinale. Habe ich hier zweimal Nico Golden Spider noch, zum Beispiel, ist ein Beispiel. Aber man kriegt auch ganz andere Sachen noch da. Einfach mal auf der Homepage von Steffes Ollich vorbeischauen und dann gucken. Und dann kann man sich das Feuerwerk davor bestellen und ganz bequem an den drei Tagen bis Silvester abholen. Und wenn ihr hier aus der Region seid, Steffes Ollich ist Mühlenbach-Eifel, das ist bei Büschel. Und da kann man das direkt ab Werk dann abholen. Einkaufen. Naja, vorbestellen am besten. Vorbestellen ist immer gut, dann habt ihr es direkt fertig, dann braucht ihr... Und habt ihr auch die Sicherheit, dass es definitiv da ist. Dann kann man davon aus. Ja, wie gesagt, also dieses Jahr, ich habe jetzt noch hier unten drin dreimal die 2501, die steht jetzt noch hier unten neben mir, ich will sie jetzt nicht auspacken, reicht ja, wenn ich das erwähne. Ja. Und zweimal zusätzlich eben noch die Golden Spider von Nico, die finde ich auch sehr, sehr geil. Auch eine schöne Ausbreitung, schöne Farben, lange Brenndauer, sag ich schon, lange Standhaftigkeit, sehr, sehr, sehr gute Verarbeitung von Nico. Und ja, ich bin eh so der Meinung, so Nico, Weco und auch Komet Feuerwerk zum Beispiel, so diese deutschen Feuerwerksfirmen sollte man schon unterstützen. Und deshalb gibt es für mich auch jedes Jahr Weco, Nico und Komet Sachen, die in die Tasche kommen. Und ja, Steffes Ollich, da kommen wir eben auch nicht dran vorbei. So, das dazu, wie gesagt, schaut mal rein auf der Seite, Steffes Ollich Feuerwerke, und guckt da einfach mal rein, dann seht ihr, was die alles so machen. Die machen auch tolle Umweltsachen, nachhaltiges Feuerwerk, die Pflanzen ausgleichsweise wurden Bäume gepflanzt, für den CO2-Stand zu verbessern und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung, oder? Auf jeden Fall. So, kurzum noch zum Schluss. Wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Effekte mit einer sehr, sehr langen Standzeit. Lohnt sich auf jeden Fall, da zuzuschlagen. Und ja, war jetzt wahrscheinlich nicht alles perfekt. Ich bin kein Unboxer, ich werde es auch nie werden. Das ist eine absolute Ausnahme. Und Feuerwerksvideos bekommen auch von uns die nächsten Tage noch zu Genüge. Und dann gesetzt allerdings kein Unboxing mehr, sondern dann... Ein Unboxing kommt. Eins kommt jetzt noch von Röder und danach verkosten wir das Ganze. Im wahrsten Sinne. Wir verzündeln. Ich wollte sagen, das ist... So sagt der Büromann. Okay, das wäre es von hier. Für Steffes Ollich,
Kaufempfehlung und bis später zum Unboxing von Röder Feuerwerk.